irgendwann nächste Woche ist die Trade-Deadline, wirst schon recht haben mit dem ersten Elfen. Buyer und Seller, für alle, die es da vielleicht auch nicht so haben, wer könnte sich jetzt noch danach umsehen, jemanden zu holen, jemanden zu airtraden, mehr oder weniger, der dieses Jahr das Team besser macht, und wer könnte vermutlich jetzt eher noch Richtung Fire Sale gehen und sagen, ups, wird dieses Jahr nichts, dann traden wir vielleicht Leute noch weg und holen für die noch was. Wir haben zum Beispiel so einen Trade gesehen, der nicht wirklich was mit der Teamsituation zu tun hatte, aber dass James Robinson weggetradet wurde, was ich ein bisschen schade finde, aber der wäre Ende des Jahres Restricted Free Agent geworden, wenn mich nicht alles täuscht. Und Doug Peterson hat halt in der Vergangenheit jetzt schon gezeigt, dass er nicht so Bock hat auf zwei Running Backs, sondern er braucht halt einen guten. Das heißt, die hätten ihn auf jeden Fall nicht behalten, hätten ihm keinen guten Vertrag gegeben und haben dafür jetzt noch ein bisschen was geholt. Jets haben Breece Hall verloren, haben sich gedacht, fuck, wir brauchen noch einen anderen Running Back, der gut ist. Holen wir uns halt James Robinson. Das ist dieser berühmte Win-Win-Trade, meiner Meinung nach. Ich denke, dass ein Team, was vermutlich noch ein Seller sein könnte, die Broncos sind. Das ist jetzt kein gewagtes Statement, weil wir da auch schon ganz viele Trade-Gerüchte haben. Also anscheinend haben sich Teams nach Jerry Jeudy erkundigt und sind ein bisschen abgeturnt vom Asking Price, also wie viel die Broncos für ihn verlangen quasi. Sieht wahrscheinlicher aus, dass KJ Hamler getradet wird, weil er billiger ist als Jerry Jeudy. Und jetzt gab es die letzten Tage noch Gerüchte, dass Bradley Chubb getradet wird, und zwar definitiv getradet wird, wenn die Broncos das Spiel gegen die Jaguars verlieren. Was ich auch interessant finde, kann mir vorstellen, dass Sean McVay dieses Wochenende ein sehr großer Jaguars-Fan ist auf einmal. Aber ansonsten, weiß nicht, willst du vielleicht erstmal ein Team sagen, Sino, und dann gucken wir weiter, nicht, dass ich jetzt hier genau deine Teams wegnehme. Ja, mit Broncos hast du auf jeden Fall schon mal ein Team von mir weggenommen. Ja, das war der. Aber ist, glaube ich, auch sehr offensichtlich. Zum Beispiel zu Jerry Jeudy, glaube ich, es wäre sehr gut für ihn, weil ich kann verstehen, dass die Broncos auch noch viel für ihn haben wollen, weil theoretisch sein Potenzial wirklich sehr hoch ist. Ich glaube, er leidet sehr unter dem schlechten Passing-Game der Offense. Er hat so ein paar Probleme mit dem Catching, aber ich denke, das kann man fixen. KJ Hamler gehe ich auch mit. Bradley Chubb habe ich auch vorhin gelesen. Da ist es für mich so eine ähnliche Sache wie Jeudy, allerdings, dass er irgendwie schon ein bisschen weiter ist auch und so ein bisschen mehr, finde ich, unter Druck ist, wirklich mal abzuliefern. Weil ich weiß noch, als er gedraftet wurde, da war ja Von Miller auch noch bei den Broncos, und da wurde es immer so verglichen, ja, dass er jetzt unter Von Miller lernen kann und dass er dann der nächste Von Miller wird. Und er spielt gut, keine Frage, aber er ist auf jeden Fall noch nicht auf dem Potenzial, was so ein Top-Edge-Rusher haben sollte. Was ich mir aber auf jeden Fall noch aufgeschrieben habe, wer vielleicht noch ein potenzieller Seller sein könnte. Wir hatten lange die Diskussion, die Panthers sind, glaube ich, sehr offensichtlich. Haben ja auch schon McCaffrey weggetradet. Da frage ich mich jetzt, wie das sich jetzt entwickelt, weil sie ja gar nicht so schlecht aussahen am Wochenende. Aber wen ich noch aufgeschrieben habe, sind zum Beispiel die Commanders. Und zwar, ich weiß nicht, ob die Commanders schon die Saison abhaken, sollten sie wahrscheinlich auch nicht. Sind natürlich in einer sehr, sehr starken Division. Ja. Und ich finde, sie haben halt wirklich sehr viel Talent, vor allem in der D-Line. Und so ein Deron Payne oder so, weiß ich nicht, ob der woanders vielleicht doch nochmal zeigen kann, dass er wirklich sehr viel Potenzial hat, meiner Meinung nach. Ja. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass so der ein oder andere aus der D-Line der Commanders vielleicht noch weggeht aus dem Team. Das Problem bei sowas ist auch immer, dass man halt super viele Faktoren hat, die da reinspielen. Einerseits ist die Saison schon vorbei, mehr oder weniger. Dann, was sagen die Spieler dazu? Dann, was ist der Asking Price? Braucht überhaupt jemand anders den Spieler? Wie sieht der momentane Markt aus für den Spieler? Lohnt es sich, den wegzutraden? Und dann, was auch noch wichtig ist, immer die Situation der Trainer. Und je heißer der Stuhl ist, umso weniger Sinn ergibt es letztendlich, Seller zu sein. Denn wenn man Seller ist und jemanden verkauft oder wegtradet, dann ist es natürlich nicht so, dass du dann im Gegenzug erwartest, oh, ich will aber einen Spieler haben, der genauso gut ist, sondern normalerweise willst du dann Picks haben. Damit du im nächsten Draft, im übernächsten Draft, was auch immer, Spieler holen kannst, die jünger sind, die nicht so viel verdienen und so weiter und die besser in deine Timeline von einem Rebuild reinpassen. Je heißer der Stuhl ist von einem Coach, umso weniger Sinn ergibt es. Denn wenn jetzt ein Ron Rivera zum Beispiel momentan davon ausgeht, was durchaus möglich ist, dass er Ende der Saison gefeuert wird, wenn die Saison nicht gut läuft, wenn die nicht in die Playoffs kommen, warum soll er dann für seinen Nachfolger noch neue Picks herholen,
und sich gleichzeitig, dadurch, dass er gute Spiele abgibt, den Job schwerer machen, noch eventuell irgendwie durch ein Wunder in die Playoffs zu kommen. Deswegen weiß ich nicht, ob ich Commanders so sehr sehe, auch wenn Payne dann natürlich absolut Sinn ergeben würde für Payne, für andere Teams und für die Commanders. Allerdings weiß ich nicht, ob es für Ron Rivera so wirklich Sinn ergibt. Bevor ich zu Bayern komme, habe ich kurz noch überlegt, Lions könnten, weil da passt es halt auf die Timeline, die Saison ist vorbei, Dan Campbell hat noch definitiv Zeit, Campbell und Holmes, das heißt, sie werden Ende der Saison nicht gefeuert, also würden die quasi auch für sich selber noch wen wegtraden, und da ist nur eher das Problem, wen so, da sind halt nicht so viele gute Spieler, die du nicht für die Zukunft brauchst. Das Einzige, was ich mir da vorstellen könnte, wäre zum Beispiel TJ Hockenson, bevor man ihm einen dicken Vertrag gibt, weil er gezeigt hat, dass er ein guter Tight End ist. Allerdings ist Tight End jetzt so nicht die Position, wo ich irgendein Team direkt im Kopf habe, wo ich denke, oh, wir brauchen nur einen krassen Tight End und dann sind wir auf einmal gut. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob das hinhauen würde. Und defensiv haben wir sowieso keinen, der da wirklich Sinn ergeben würde. Bei Teams, die sich eventuell noch verstärken, ich denke, die Colts sollten auf jeden Fall gucken. Die sollten auf jeden Fall gucken, was auf dem Markt rumschwimmt. Die Packers auch. Beide vermutlich in Richtung offensive Waffe. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass die Cowboys nochmal anfragen bei irgendwem. Haben ja jetzt schon in der D-Line ein bisschen was gemacht und auch da könnte es passieren, dass man auf Receiver sich noch umguckt, weil man langsam erkennt, ey, klappt jetzt doch nicht so gut, wie wir gedacht hatten mit unseren Receivern bisher. Also das sind so die beiden primären. Ansonsten mit ganz viel Capspace haben wir die Browns vorne, aber ich glaube, die heben sich den Capspace auf für die nächsten Jahre, was auch irgendwo logisch ist, ne? Weil dieses Jahr einfach nur Deshaun Watson halt fast gar nicht zählt. Panthers haben sehr viel Space, bringt nichts, da wirklich jetzt ein Buyer zu sein. Eagles hätten theoretisch Space, aber ich glaube, die sind relativ zufrieden damit, wie ihr Team aufgebaut ist. Also da vielleicht irgendwen für Depth holen, so als Backup irgendjemand. Aber ansonsten weiß ich nicht, wer da so wirklich auf dem Markt aktiv sein sollte. Ich denke, für Colts würde es Sinn ergeben und Packers. Packers stimme ich dir auf jeden Fall total zu. Also ich an Packers Stelle würde ich sagen, müssen sie dringend einen Receiver holen. Gab ja auch irgendwie Geschichten, ob sie vielleicht DJ Moore holen von den Panthers, aber die Panthers ja doch relativ deutlich gesagt haben, dass sie ihn nicht traden wollen. Was ich noch gedacht habe, du hast jetzt den Capspace angesprochen, da muss ich ehrlich zugeben, weiß ich nicht, wie das bei den Rams aussieht. Kann mir gut vorstellen, dass da nicht viel mehr vorhanden ist, aber die Rams auf jeden Fall in der Vergangenheit ein Team gewesen, was gerne Draftpicks abgibt und dafür Talent holt, was quasi direkt Impact hat, Einfluss hat im Team und nicht so sehr auf lange Sicht ausgelegt mit vielen Draftpicks. Und die Rams haben es auf jeden Fall nötig. Ich habe irgendwie auch gelesen, dass es Gerücht gibt, dass Cam Akers weggetradet werden soll. Mhm. Deswegen Running Back Position wäre auf jeden Fall was, wo die sich verstärken sollten. Die haben ein sehr schlechtes Running Game dieses Jahr. Es ist wirklich sehr viel Last auf Stafford. Deswegen, wenn die Rams noch irgendwie die Division gewinnen wollen, kann ich mir gut vorstellen, dass die vielleicht noch jemanden holen. Also die Rams haben knapp 3 Millionen. Damit kannst du nicht allzu viel machen, aber du kannst auf jeden Fall was mitmachen. Und du kannst halt auch immer noch Verträge umstrukturieren. Was zum Beispiel was ist, ist mir gerade eingefallen, als du über Rams geredet hast. Die Chiefs haben das gemacht vor ein paar Tagen, paar Wochen, was auch immer, mit dem Kelsey-Vertrag angefangen, ein bisschen rumzuspielen. Und die haben halt auch bei Mahomes immer noch sehr viel Potenzial, um Cap die Straße runterzuschieben, wie man so schön sagt. Deswegen, die beiden könnte man auch auf jeden Fall noch im Auge haben, ja. Und denkst du Bills noch? Weiß ich ehrlich nicht, weil die Bills haben erstens den drittwenigsten Capspace, die haben 2 Millionen nur ungefähr. Und ich glaube, ich wüsste auch nicht genau, wo, you know, weil. Noch ein Running Back. Noch ein Running Back? Nee, glaube ich nicht. Nee? Nee. Okay. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir die Show gefallen hat, dann sei doch das nächste Mal auch mit live bei Twitch dabei, wenn es um 19.30 Uhr wieder heißt Shut Up mit JD und Sido. Wenn dir dieses Segment gefallen hat, schau dir auch gerne die anderen Segmente hier an und für noch mehr folg uns einfach auf Instagram oder schau direkt auf ballports.com vorbei.